4 Grad bei Sonnenschein. Der Hamburger SV 3 gastiert zum 25. Spieltag am Sachsenweg beim Niendorfer TSV 2. Mit 63 Punkten führt der HSV die Landesliga Ammonia an. Niendorf ist mit 49 Punkten hinter ihnen auf Platz 4. Der Tabellenführer zuletzt mit einer Serie von 8 Siegen steht einem motivierten NTSV gegenüber, der selbst seit 3 Spielen ungeschlagen ist. Moritz Niemann, Captain von Niendorf, könnte einer der gefährlichen Akteure gegen den HSV werden. Mit 12 Treffern ist er als Mittelfeldspieler Top-Torjäger in seiner Mannschaft. Ihm gegenüber die Nummer 9 des HSV, Jendrik Bauer. Er hat schon 14 Tore für seinen Verein geschossen, 2 davon letztes Wochenende gegen Lokstedt. Und auch Prominenz auf der Bank des HSV. Marcel Jansen, Präsident und Ex-Profi, nimmt als Reservist Platz. Und das Spiel geht gut los. 6. Minute, Angriff des HSV gut durchgesteckt in die Spitze zu Dominik Jordan, der am Torwart vorbei dreht noch einmal ab und schießt zum 1-0 für die ganzen blau gekleideten Hamburger. Jordan würzt aller Serge Gnabry und lässt sich von seinen Mannschaftskollegen für sein 7. Saisontor feiern. In den ersten Minuten der NTSV komplett überrumpelt von Hamburgs Vorderleuten. Der Ball wird hoch auf Jordan gespielt und Torwart Demelt kommt raus, aber verschätzt sich, sodass der Ball weiter gefährlich bleibt. Und Jordan macht's schlau, dreht sich einmal um die eigene Achse und schließt dann mit seinem linken Fuß ab. Die Minuten später Freistoßflanke von Dominik Jordan auf den ganz freistehenden Wacker und er klingelt schon wieder. 2-0 für den HSV in 10 Minuten. 4 zu 4 Platz für den HSV-Kapitän Torben Wacker und dieser nutzt den Platz nach Rubisch-Manier und köpft ein zum 2-0. Von Niendorf kommt unerwartet wenig Gegenwehr, stattdessen wird der HSV im Strafraum mit Nikro und der wird gelegt. Kurz vor der Halbzeit zeigt Schiedsrichter Tim Kosek auf den Punkt. Meines Erachtens eine Entscheidung, die man so vertreten kann, auch wenn Henriksen ihn nicht hart trifft, spielt er dennoch alles andere als den Ball. Dominik Jordan übernimmt die Verantwortung und macht ihn rein zum 3-0 für den Hamburger Sportverein. Eine klarere Führung, als man vor dem Anpfiff gedacht hat. Die erste Halbzeit ist vorbei und Marcel Jansen macht sich warm. Macht aber auch Sinn. Bei 4 Grad im April kann es doch ganz schön kalt werden auf der Ersatzbank. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt der Angriffsfußball erstmal nur aus Richtung des HSV. Nach einer Ecke gelangt der Ball in den Rückraum zu der Nummer 4. Das ist Ulbricht und es steht 4-0 für den HSV. Satt getroffener Schuss, da kommt sogar der Keeper mit nach vorne zum Gratulieren. 55. Minute, das Spiel ist alles andere als ausgeglichen. Das erkennt auch Captain Moritz Niemann, der sich das definitiv anders vorgestellt hat. Sprung in die 70. Minute und es ist Zeit für Marcel Jansen, nochmal ein bisschen auf dem Feld herumzuwirbeln. Für Bauer wird er in die Sturmspitze gesetzt. Anders als zu Profizeiten darf er jetzt in der Landesliga voll und ganz auf Torejagd gehen. Aber erstmal geht es jetzt in die andere Richtung. Niendorf über die rechte Seite mit Apau. Lustermann lässt in die Mitte abklatschen. Und da kommt Tafese. Anschlusstreffer für Niendorf. Kleiner Trost für den NTSV, doch für eine Aufholjagd scheint es wohl schon zu spät zu sein. Stattdessen kommt der HSV wieder. Feiner Pass von Nikro auf Marcel Jansen. Frei vom Torwart. Super Fußabwehr von Timo Demelt. Jansen bleibt sein 4. Tor der laufenden Saison verwehrt. Vorerst. Denn nur wenige Sekunden später ist Jansen wieder frei vom Tor. Und diesmal lässt er es sich nicht nehmen. 85 Minuten gespielt. Marcel Jansen ist erfolgreich und markiert das 5:1 für den HSV. In der Nachspielzeit noch ein letzter Freistoß für Niendorf. Kapitän Niemann schießt und trifft. Super Freistoß. Perfekt reingezirkelt den Ball. Bringt Niendorf jedoch auch nichts mehr. Der Freistoß markiert den Schlusspunkt einer Partie, die am Ende doch ein wenig deutlicher ausgefallen ist als vorher gedacht. Aber definitiv verdient. Für Marcel Jansen und die dritte Herren des HSV ein erfolgreicher Abend und somit der 9. Sieg in Folge. In einer Woche spielt der HSV dann zu Hause gegen den 11. platzierten Sternschanze und Niendorf muss auswärts gegen den 7. FC Türkgücü ran. Die Mannschaft hat es ja mir leicht gemacht. Die haben
Natürlich, Niendorf hat noch mal ein bisschen was nach vorne geschmissen, haben wir Anschlusstreffer gemacht. Dann gab es Räume, die haben wir gut genutzt. Selber hätte ich noch ein, zwei mehr machen können oder einen auflegen können. Aber wichtig ist, dass wir die Chancen haben, auch erste Halbzeit schon. Und die Mannschaft arbeitet sich das, verdient sich das im Moment, da oben zu stehen. Wir haben auch eine junge Mannschaft, gute Intensität, gutes Teamplay. Macht richtig Spaß die Saison und deshalb sind wir auch zu Recht auf Platz 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.